Hey Leute, willkommen zurück zu The Witcher 2 Assassins of Kings. Wir sehen hier den Epilog. Im letzten Part ging es ganz schön heiß her. Wir haben diese Versammlung miterlebt und was dort geschah mit dem Drachen und der Loge und Radovid vor allem. Ich glaube, der Typ hat einfach mal ganz Lokmuin niedergebrannt. Alle Menschen, die dort drin lebten, sind jetzt wohl nicht mehr. Also ich schätze mal, Radovid, das wird nicht unser bester Freund werden. Aber er hier. Was ist mit Saskia? Sie lebt. Ich habe sie zwar ziemlich zugerichtet, erst dieser Baumstumpf, dann noch das Stilett, aber sie wird es schaffen. Bergluft ist gut für Drachenhaut. Du bist der edelste Mensch, den ich kenne, Gwynplaine. Ich bin kein Mensch. Gut, dass du mich daran erinnerst. Mein Hass auf diese Art wollte schon nachlassen. Habt ihr Leto geschnappt? Seltsame Sache. Er sitzt da, wo das Lager der Temeria war. Ich schätze, er wartet auf dich. Woher weißt du das? Ich habe ihn gesehen. Er hat Triss. Gehen wir. Erzähl mir unterwegs, was hier passiert ist. Als du mit Saskia gekämpft hast, gab es hier ein blutiges Schauspiel. Wie war die Hauptrolle besetzt? Schwer zu sagen. Aus einer Verräterjagd wurde ein Pogrom an allen Zauberern. Und es gab noch ein paar Scharmützel zwischen Truppen aus Caedwin, Redanien und Temerien. Vergewaltigungen, Plünderungen, Morde in beliebiger Reihenfolge, verübt von frommen Ordensrittern und von Soldaten diverser Herrscher. Die Könige selbst sind nach dem Angriff des Drachen aus der Stadt verschwunden. Ihre besten Krieger haben sie natürlich mitgenommen. Und die Nilfgaarder? Haben versucht, neutral zu bleiben. Sie haben auf alles geschossen, was sich ihrem Lager näherte. Oh Mann, Leute. Ihr habt es im letzten Part gesehen, diese Pfählungen und die Tötungen aller Zauberer und Zauberinnen. Heftig. Wenn wir mit dir fertig sind, bist du ein winselndes Stück Fleisch. Ein Elf! Tötet den Anderling! Das Einzige, was ihnen wichtiger ist, jetzt Frauen zu vergewaltigen, sind Elfen zu schnetzeln, oder was? Alter Schwede. Du blöd, Mann. Na, hast du nicht gedacht, hä? Penner. Kann ich hier vielleicht noch helfen? Hellenbrut! Verfluchte Hundesöhne! Bist du in Ordnung? Ja, danke. Geht. Was ist hier passiert? Nach den Verhandlungen haben wir uns versteckt, aber vergeblich. Meiner Schwester schnitten sie die Hände ab, damit sie nicht mehr zaubern kann. Ich konnte fliehen. Erst hier haben sie mich erwischt. Komm, Gwynplaine. Hier tobt der Irrsinn. Das haben sie also aus Lokmuin gemacht. Das ist so übel, Leute. Die sind hier einfach mal auf Blutrausch. Die bringen alles um. Das können die doch nicht machen, sag mal. Oh, guck mal hier, vor allem diese ganzen Gepfählten. Das ist so richtig... Das ist so richtig fies. Da wird ein Holzpfahl in den After geschoben und der drückt sich dann langsam bis zum Hals raus. Oder aus dem Rückgrat kommt er dann. Das ist einfach nur grausam, finde ich. Und die waren nicht so spitz. Ich glaube, damals, Vlad Tepes, der Pfähler, der hat sich daran ergötzt, dass das wirklich Tage und Stunden dauerte, diese Hinrichtung. Ich höre etwas. Kaiserliche Truppen. So sagt man zumindest. Es lebe der Kaiser! Es lebe der Kaiser! Es lebe der Kaiser! Fress Bomben für den Kaiser! Hier, ich habe noch mehr für euch. Oh, das interessiert die gar nicht scheinbar. Fress Bomben für den Kaiser. Hier, noch mehr. Sag mal, seid ihr denn bekloppt? Die blocken ja alles. Oh. Ja, ja, du mit deinem Kaiser. Wisst ihr was? Ich hab was für euch. Irden. Na komm nur. Probier mal diesen Stab.
Komm mal. Wow. Komm. Autsch. Komm. Jawoll, ein Schlag. Oh oh, das war vielleicht keine gute Idee. Ihr Blödmänner. Lassen die was fallen? Ist auch egal, komm. Triss wartet. Ach, ihr seid ja auch noch da. Wie sie halt ein starker Treffer fällt. Oh Mann. Warte mal, ich werde mir... Och, das geht hier nicht. Erzähl mir den Rest. Ich habe mich ins Lager von Nilfgaard geschlichen. Dort ging es eher ruhig zu. Dann sah ich, wie Leto Triss herausführte. Sie ließen ihn gehen? Niemand wagte es, ihn daran zu hindern. Ich folgte ihm. Er bemerkte mich, unternahm aber nichts. Als die Kämpfe in der Stadt nachließen, ging er ins temerische Lager. Ist Triss unversehrt? Ja. Leto hat sie sogar vor Plünderern beschützt. Oh Mann. Ja, immerhin das hat er getan, vielleicht als einziges Druckmittel noch gegen uns. Ach du Kacke. Bleib hier, Jorvet. Ich gehe allein weiter. Warum? Das ist eine Sache zwischen ihm und mir. Kümmere dich inzwischen um Triss. Wenn du es so willst? Genau so will ich's. Aber da ist noch etwas. Nilfgaard hat die Yaruga überquert. Es wird Krieg geben. War Fell, Gwynblade. Lass dich nicht unterkriegen. Bis dann, Jorvet. Und wenn ich nicht binnen einer Stunde zurück bin, brecht ihr mit Saskia ohne mich auf. Bist du wohlauf? Ja, er hat mich aus den Fängen der Nilfgaarder befreit und mich vor den Soldaten beschützt. Zeit für den letzten Akt. Jorvet wartet. Ich komme bald nach. Geralt, er weiß vieles. Ich weiß. Darum will ich ja mit ihm sprechen. Lass dich nicht umbringen, Hexer. Das werde ich nicht. Ich glaube, wir wissen alle, auf was das hinausläuft, oder? Deswegen werde ich mich nochmal vorbereiten. Okay. Den kann ich... Achso, ich kann ja nur drei nehmen. Na gut. Ich hoffe mal, das lohnt sich jetzt auch. Nicht, dass wir die ganze Zeit verquatschen mit Leto. Ja, Level 35, das scheint jetzt... Nee, es fehlen ja noch ein paar Punkte. Ich wollte schon sagen, das scheint jetzt das Maximum zu sein, war es aber nicht. Na komm, ich will mal nicht so sein. Ich will nicht direkt das Schwert ziehen und auf ihn zulaufen, vielleicht... Das hat aber gedauert. Stammt das Ding da von Schilas Megaskop? Mhm. Ich habe den Diamanten ausgetauscht. Gegen einen fehlerhaften, der einen Teleport verhindert. Die kaiserlichen Magiekundigen hatten versprochen, dass der Effekt spektakulär sein würde. Ich habe sie laufen lassen. Wie herzlos. Was ihr der königliche Geheimdienst antun wird, ist weitaus schlimmer. Vermutlich. Also, bist du bereit, die Karten auf den Tisch zu legen? In jedem Spiel ist es irgendwann soweit. Was für ein Moment. Aber zuvor... Schnaps? Ja, natürlich erst mal einen Saufen, ne? Gib her. Mir ist die Kehle trocken. Auf alte Bekanntschaften. Nicht, dass das Zeug vergiftet ist, du. Können Hexer überhaupt vergiftet werden? Hast du dein Gedächtnis wieder? Nicht vollständig. Erinnerst du dich an unsere erste Begegnung? Ich habe dir das Leben gerettet. Und wie dankst du es mir? Wie hätte ich es dir denn besser danken können? Ich habe mich um deine Frau gekümmert. Yennefer. Keine Ahnung zwar, was du an ihr findest, aber über Geschmack lässt sich ja nicht streiten. Wintersonnenwende 1270. Die magische Nacht. Leto hat nicht gelogen, die Jagd hält an.
Unter einem Baum, der zum Erhängen dient, selektieren die Reiter die Entführten. Yennefer ist darunter. Eine Erscheinung kann man nicht töten, nur verjagen. Jeder Hexer weiß das. Und doch fallen die Reiter unter den Hieben der Hexerschwerter. Und aus den Panzern der Getroffenen quillt Blut. Wir schaffen es nicht, sie alle zu töten. Dafür sind es zu viele. Ein Pat. Er ist anders als alle anderen Elfen. In seinem Blick liegt keine Scham. Niemals hat man ihn verfolgt. Er hat keine Pogrome erlebt. Kein Land wurde ihm von Menschen geraubt. Er kann nicht von dieser Welt stammen. Ein Eindringling. Wir treffen eine Abmachung. Meine Seele gegen die Yennefers. Er willigt ein, ohne zu zögern. Deswegen ritt Geralt also an der Spitze der wilden Jagd. So, so. Wieder da? Einen Augenblick sah es aus, als wärst du weit weg. Erinnerungen. Eine ganze Welle. Der Baum der Erhängten. Die wilde Jagd. Sie haben mich statt Yennefer mitgenommen. Dann ist es jetzt an der Zeit, Klartext zu reden. Sofern du mich nur gejagt hast, um mich zu töten. Ich habe dich aus mehreren Gründen gejagt. Du bist mir ein paar Erklärungen schuldig. Mag sein, dass ich das bin. Worum ging es denn nun eigentlich? Darum, die nördlichen Herrscher zu töten. Den Zauberinnen die Schuld zu geben, Chaos zu stiften, den Norden auf die Invasion vorzubereiten. Und weißt du was? Es lief wie am Schnürchen. Krieg oder nicht. Zauberer und Könige werden sich noch lange beschuldigen und bekämpfen und aneinander rächen. Der Norden ist ein brennendes Bordell, wie dein Freund Rittersporn zu sagen pflegt. Woher wusstest du, dass Foltest in die Einsiedelei kommen würde? Der Plan zu seiner Ermordung stammt von Jorvid und mir. Foltest hatte keinen Hehl daraus gemacht, dass er mit den Lavalettes abrechnen würde. Ich wusste, dass er seine Bankkarte wollte. Und wo versteckt man Kinder während einer Belagerung am besten? Ich musste zu einem Mönch werden. Aber in ein Kloster zu gehen und zu sagen, ich hätte eine Offenbarung gehabt, das wäre unglaubwürdig gewesen. Darum stieß ein Trupp von Arjan eines Tages auf eine Gruppe Eichhörnchen, die einen wehrlosen Mönch folterten. Die edlen Krieger vertrieben die Elfen und ich fand Zuflucht im Kloster. Ist denn niemandem aufgefallen, dass du nicht verletzt warst? Der Mönch, der mich heilen wollte, schwieg für einen Batzen Orens, ein Darlehen. Denn später brachte ich ihn um. Tote bewahren Geheimnisse besser. Und dann wartete ich ab. Als ich sah, wie du mit Foltest in die Einsiedelei kamst, war ich nicht sicher, ob der Plan aufgehen würde. Doch zum Glück hast du deinen alten Gefährten nicht erkannt. Wie hast du es geschafft, Demavent zu töten? Shelas Zauberkunst. Wir kannten jeden seiner Schritte, die Gewohnheiten seiner Wachen. Wir wussten alles. Shela stellte genug Gold für Vorbereitungen und Schmiergelder bereit. Eigentlich musste ich nur noch den entscheidenden Schlag ausführen. Aber das klingt einfacher, als es war. Wir sind den Verfolgern nur knapp entkommen. Ohne Jorvets Goyatel hätten wir das nicht geschafft. Shela hat sich keinen Gefallen getan mit der Empfehlung. So konnten wir nicht nur Demavent töten, sondern uns auch noch dem Zugriff der Loge entziehen und die Anschläge auf Foltest und Henselt vorbereiten. Das muss man sich mal vorstellen, was für eine lange Verschwörung das war. Und wir sind einfach so mitten reingeraten, weil wir Foltest kannten. Aber irgendwie bin ich auch ganz froh drum, sonst wäre uns das Abenteuer entgangen. Wann hast du beschlossen, Jorvet loszuwerden? Als ich gemerkt habe, dass ich ihn nicht manipulieren konnte. Sein Scharfsinn macht ihn gefährlich. Er hätte mich jeden Augenblick durchschauen können. Ein Fehler. Unter dem Schutz der Skoyatel warst du unberührbar. Aber auch handlungsunfähig. Hätte ich Kiaran erledigt... Hast du aber nicht. So konnte ich Jorvet gegen dich aufbringen und dich zur Flucht zwingen. Denk daran, ich hätte auch dich töten können. Aber ich tat es nicht. Ich weiß. Das glaubst du? Wie hast du erfahren, dass die Loge existiert? Vom Kaiser und Fatir de Rideau, seinem Meisterspion. Und die dürften es von Yennefer gewusst haben. Dann hat sie ihr Gedächtnis wieder? Sie hat es wohl kaum bewusst preisgegeben. Vermutlich haben sie einen Weg gefunden, ohne ihr Wissen an ihre Erinnerungen ranzukommen. Als ich verhört wurde, war ein Zauberer zugegen.
Ein stolzer junger Offizier des Geheimdienstes. Man legte mir eine Liste der Logenzauberinnen vor. Bei diesem Gespräch waren nur M hier, Fatih und ich anwesend. Meine Mission war geheim. Wie hast du zu Sheila Kontakt aufgenommen? Als ich einmal von der Loge wusste, war das nicht schwierig. Am Anfang hat sie mich ziemlich misstrauisch beäugt. Aber bei meinem Aussehen hatte ich sie schnell überzeugt, dass ich nur ein tumber Schlagetod bin. Ich blieb in ihrer Nähe und tötete ein paar Biester für sie. Dabei jammerte ich ausreichend über die Schlechtigkeit der Welt. Außerdem sorgte ich für ein paar glaubwürdige Zeugen, die uns in Verbindung bringen konnten. Zur Sicherheit, falls man mich schnappen sollte. Und ich bereitete den Anschlag auf den Herrscher von Kovir vor. Eigentlich sollte Eddard Thyssen das erste Opfer sein. Doch ehe das getan war, beauftragte mich Sheila mit dem Mord an Demavent. Damit musste ich ihr nichts mehr vormachen. Ich nutzte die Chance und erfüllte den Auftrag. Du warst der Grund dafür, dass Sheila in Flotsam war. In der Tat. Sie wollte mich beseitigen. Ging allerdings davon aus, die Situation unter Kontrolle zu haben. Sicher dachte sie, ich wäre verrückt geworden oder von Jorvet gelenkt. Derweil der Norden immer tiefer im Chaos versank. Genau. Du warst mein größtes Problem. Ich hätte dich töten können, damals in den Elfenruinen. Aber du warst nie wirklich mein Feind. Henselt habt ihr nicht erwischt. Sabrinas Fluch hat alles verdorben. Erst saßen wir in unserem Versteck in den Schluchten fest. Dann erschien auch noch Sheila auf der Bildfläche und hütete Henselt wie ihren Augapfel. Doch da war sein Tod schon nicht mehr notwendig. Das Schicksal hatte es wieder gut mit uns gemeint. Ich erfuhr von den Verhandlungen und dem Vorhaben, Kammer und Rat wiederherzustellen. Der beste Zeitpunkt für das große Finale. Es wird immer besser. Erzähl mir von Yennefer und was nach meinem Abgang passiert ist. Sie hatte ein paar Tage hohes Fieber. Wir dachten schon, sie schafft es nicht. Dann kam sie zu sich. Aber sie war verwirrt. Ihr Gedächtnis war weg. Genau wie deins. Und weiter? Sehr schnell kam ihr sperriger Charakter durch. Sie hat uns ganz schön zugesetzt, Egan verführt und versucht, Keile zwischen uns zu treiben. Da du dich für sie geopfert hattest, konnten wir sie schlecht im Stich lassen. Sie hätte ja keine 4 Wochen durchgehalten. Trotzdem hat sie sich aufgeführt wie eine Fürstin, diese Zauberin ohne Gedächtnis. Und dabei befanden wir uns mitten im Kaiserreich. Du weißt, wie man dort mit hochmütigen Zauberern umspringt. Entweder wirft man sie raus, oder man lässt sie auf dem Marktplatz 4 teilen. Ich hörte davon. Wir wechselten ständig den Standort und retteten sie aus diversen brenzligen Situationen. Bis wir eines Tages vom Geheimdienst verhaftet wurden. Egan, Serit, Yennefer und ich. Vom kaiserlichen Geheimdienst? Mhm. Sie trennten und verhörten uns. Lang und ausführlich. Aber ohne Gewalt. Ich lernte Fatih der Rideau kennen und einige Wochen später den Kaiser in Person. Ich, als lichter Hexer. Yennefer? Ich habe sie nicht wiedergesehen. Der Kaiser trug mir eine Mission in die Nordreiche an. Aber sie war aus irgendeinem Grund wichtig für den Imperator. Vermutlich hat er von ihr erfahren, dass die Loge existiert. Der kaiserliche Geheimdienst hat eben seine Methoden. Jedenfalls wurde Yennefer permanent von Fatihs Leuten bewacht. Wir brachen dann bald nach Norden auf, um die Könige zu töten. Mehr weiß ich also nicht. Dann ist sie im Kaiserreich. Das war sie, als ich es verließ. Ja, das würde mich jetzt wirklich interessieren. Warum ist er für den Norden unterwegs? Warum spioniert er für die Nilfgaarder? Was hat er da für Motive? Warum arbeitest du für Nilfgaard? Ich arbeite für den Kaiser, Geralt. Das ist kein gewöhnlicher Mensch. Kein Herrscher des Nordens kann ihm das Wasser reichen. Aber warum? Er will die Schlangenschule wieder aufbauen. Den Hexerorden, der mich ausgebildet hat. Die Hexerschulen im Süden sind vor langer Zeit untergegangen. Und die Hexer waren Geächtete, die man in die meisten Städte nicht hineinließ. Außer Egan und Serit gibt es noch 2 Hexer von der Schlangenschule. Ich habe sie seit Jahren nicht gesehen und weiß nicht, wo sie sind. Jetzt brauchen sie sich nicht mehr zu verstecken und können nach Hause zurückkehren. Ach, und das glaubst du, ja? Ich meine, Kaer Morhen haben sie auch überfallen. Und haben die ganzen Hexer dort versucht zu töten. So zumindest im 1. Buch. Ja, ich habe das fast durch. Warum hast du mich erwartet? Weil ich wusste, dass du mich nicht ziehen lässt. Ich hatte nicht vor, mich jagen zu lassen. Du kennst jetzt die Wahrheit.
Außer dir nur noch ein paar, deren Wort nichts mehr zählt. Ich habe dich nie als meinen Feind betrachtet. Ich will nur meiner Wege gehen. Wenn ich gegen dich kämpfen muss, dann soll's wohl so sein. Aber diese Geschichte endet hier und jetzt. Woher wusstest du, wo wir die wilde Jagd finden würden? Jeder Hexer mit einem Schlangenmedaillon um den Hals kennt den Ort. Ich dachte lange, meine Schule wäre nur gegründet worden, um das Rätsel der Geisterreiter zu lüften. So viele Bücher und Schriftrollen hatten wir zum Thema. Weißt du, wer die Reiter der wilden Jagd wirklich sind? Da stecken doch irgendwelche verfluchten Elfen dahinter. Riesenbetrug. Das legendäre Menetekel des Kriegs. Nichts als Mummenschanz vom Jahrmarkt. Glaub mir, kein Jahrmarktzauberer ist in der Lage, eine Horde Geisterreiter über den Himmel zu jagen oder jemandem das Gedächtnis zu nehmen. Dann klär mich auf. Die wilde Jagd, um die sich so viele Legenden ranken, gibt es tatsächlich. Ich habe etliche Geisterreiter besiegt und verjagt. Sie sind zwar Geister, aber zugleich die Avatare von echten Reitern. Denen sind wir unter dem Baum begegnet. Dann haben Elfen dich verschleppt? Ganz gewöhnliche Drecksäcke zum Anfassen? Das mögen sie in ihrer Welt sein. Hier sind sie Fremde. Du kennst die Theorie von der Sphärenkonjunktion und weißt, wie die Monster in unsere Welt kamen? Jeder Hexer weiß das. Dann weißt du auch, dass unsere Zauberer imstande sind, Brücken zwischen den Sphären zu schaffen. Meist rufen sie Monster herbei, die wir dann wieder loswerden müssen. Diese Elfen, die wir gesehen haben, stammen aus einer anderen Welt. Sie wurden allerdings nicht gerufen, sondern kamen selbst hierher. Das ist sehr schwierig, sogar für sie. Viel leichter ist es dagegen, ihre geisterhaften Abbilder zu schicken. Dass sie tatsächlich selbst kommen, ist eine Ausnahme. Und die haben sie für Yennefer und dich gemacht? Mhm. Elfen aus einer anderen Welt und deren dressierte Geister. Was wollten sie von dir? Das geht dich nichts an. Weißt du, er sagt uns alles und Geralt, das geht dich nichts an. Na gut, beenden wir es. Ich finde, wir haben genug geredet. Kampf? Hast du noch Schnaps? Einen Schluck für jeden. Hier. Oh Mann, ich weiß nicht, ob ich gegen ihn kämpfen will. Das macht doch keinen Sinn. Wir sollten lieber den Kaiser aufs Korn nehmen. Oder den Krieg beenden. Aber das geht wohl nicht alleine. Ich meine, er tritt nur für seine Interessen ein, Leto. Hat's aber auch ganz schön böse angepackt, die Sache. Die Armeen des Kaisers überqueren vermutlich eben die Yharuga. Das ist das Ende des Nordens. Höchste Zeit, nach Süden aufzubrechen. Da wartet ein schönes Leben auf mich. Du bist ein Narr, Leto. Der Kaiser und du, ihr habt eines nicht bedacht. Unglück schweißt zusammen. Dank eurer Taten dürfte der Norden schon bald einiger sein als je zuvor. Aber was geht mich das an? Ich bin nicht dein Feind. Ich war es auch nicht. Lass mich gehen und du siehst mich nie wieder. Falls du nicht sehr weit nach Süden reist. Zwingst du mich aber zum Kampf, werde ich dich diesmal töten. Ich weiß nicht, Leute. Soll ich ihn gehen lassen? Ich habe eigentlich kein Verlangen, mit ihm zu kämpfen. Ich meine, wir waren mal Gefährten, vielleicht sogar ein bisschen befreundet miteinander. Persönlich haben wir eigentlich keine Gründe, außer dass wir für seine Taten gerade stehen mussten mit Volltest, aber wir haben ja Zeugen, oder nicht? Das ist jetzt kein Akt der Feigheit, eher der Vergebung, weil es ist mir eigentlich gleich. Ich weiß jetzt, was ich wissen wollte. Meine Erinnerungen kommen wieder. Dein Tod würde nichts ändern. Geh deiner Wege. So einfach? Keine Drohungen? Keine Lebensweisheiten? Du willst gar nicht gehen? Leb wohl, Geralt. Ich wollte schon sagen, jetzt will er doch kämpfen von sich aus. Das wäre ein bisschen... Da habe ich ihn doch falsch eingeschätzt. Nee, er ist sehr intelligent, Leto. Er weiß, was er tut. Und deswegen...
Na, Hauptsache wir haben unsere Freunde hier. Politik ist halt nichts für Hexer. Alte Freunde. Der Hexer war auf der Suche nach den Königsmördern weit durch die Lande gezogen. Er war aufrechten Leuten begegnet und Verkommenen. Bernard Loredo gehörte zu den Letzteren. Bald darauf verkaufte Loredo Flotsam an Kettwin und verstreute die Anderlinge in alle vier Winde. Flotsam wurde zum Armeestützpunkt, die Zivilbevölkerung siedelte man um. In Edirne wurde der Hexer Zeuge, wie Saskia, die Drachentöterin, einen großen Sieg errang. Das Pontartal als unabhängiger Staat, wo zuvor Ober-Edirne gewesen war, wurde für Ausgestoßene das verheißene Land. Sogar der durchtriebene alte Sultan Shivai begann an das Land des Glücks zu glauben. Doch auf die Träumer und Architekten der neuen Ordnung warteten finstere Zeiten. Seit Foltests Tod hatten sich dunkle Wolken über Temerien gesammelt. Bar seines Königs war das Land wie ein Ballen edlen Tuchs, von dem zahlreiche Adlige sich ihre Ellen abschnitten. Die kleinen Halunken flohen freilich sofort, als die wahren Raubtiere die Krallen nach der Beute streckten. Auf dem Gipfel in Lokmuin wurde das Schicksal von Foltests Reich besiegelt, als Radovid von Redanien und Henselt von Kettwen es zwischen sich aufteilten. Das Unwetter, das bald den Norden heimsuchte, war zumindest teilweise das Werk manipulativer Zauberer. Es schien, dass sie am meisten vom Chaos in Temerien, Edirne und Kettwin profitierten. Das gemeine Volk wendete sich gegen Zauberinnen und alle magischen Monstrositäten, einschließlich Hexer. Burgen, in denen Experten der magischen Künste bislang willkommen gewesen waren, verschlossen die Tore vor allen, die Hilfe suchten. Eine Hexenjagd begann. Es war eine Zeit der Verwirrung und der Gewalt, gekleidet in königliche Dekrete. Doch so schlimm die Tage schienen, sie waren für uns, die wir gewissermaßen am Schicksal der Welt mitgewirkt hatten, doch eine Ruhepause. Sultan versuchte, die Hand seiner Geliebten zu erlangen, und ich bettete mein Haupt im Schoß der Musen. Wer hätte ahnen können, dass das Unwetter, das den Norden gebeutelt hatte, nur das Omen noch viel dunklerer Zeiten gewesen war? Und zugleich die Präambel einer ganz neuen Geschichte von Geralt von Riva. Oh, schön, Leute. Schön, schön. Boah, das sieht ja heftig. Ja, diese Zeichnungen, da legen sie doch mal richtig los von der Gewalt her. Wow, Leute, es hat mir richtig Spaß gemacht. Es kam mir vor wie eine lange Episode Game of Thrones irgendwie. Also so richtig Verschwörungstheorien am laufenden Band. Viele Parteien, die sich gegeneinander ausspielten und irgendwie wollten alle nur an die Macht kommen. Extrem gut, wie so ein historischer Politkrimi, keine Ahnung. Also so ein Fantasy-Politkrimi, eher gesagt. Super, hat mir wirklich sehr gut gefallen, das Spiel. Ich hätte es nicht erwartet, dass es mir so gut gefällt, da der erste Teil so ein bisschen vor sich hingeschippert ist damals. Und mir fällt gerade ein, wer macht jetzt eigentlich unser Tattoo weg? Das haben wir immer noch. Oh Mann. Boah. Das ist nicht jugendfrei. Ach du Kacke. Ja, was denkt ihr, Leute? War es die richtige Entscheidung, Leto gehen zu lassen? Ich meine, wir hatten jetzt echt keinen Grund, ihn zu töten, oder? Finde ich zumindest. Wen tötet denn Dings da Roche gerade? Das ist doch Roche. Der sah zwar sehr ziemlich hässlich aus, aber naja. Naja, was soll ich sagen? Im dritten Teil werden wir dann wohl erfahren, wie es weitergeht mit Geralts Suche nach Yennefer und seine Bestimmung und die wilde Jagd. Ciri soll auch was damit zu tun haben. Das adlige Ziehkind, das er nach Kaer Morhen brachte und die zur Hexerin ausgebildet wurde. Zumindest auch wieder so im ersten Buch, aber ich denke mal nicht, dass sie eine richtige Hexerin ist, weil sie hat noch normale Augen. Aber sie ist sehr begabt und sie ist gleichzeitig eine Quelle. Oh, aber da verrate ich jetzt zu viel, wenn ich das weiterspinne. Ich sag nur so, der dritte Teil kommt im Februar. Ich werde es natürlich sofort spielen, wenn es kommt. Und bin schon sehr, sehr, sehr gespannt darauf, wie die Geschichte weitergehen wird, denn es wird das letzte Witcher-Spiel werden. Also, es wird wahrscheinlich schon sehr viel Aufschluss geben. Ich werde schauen, dass ich die Bücher bis dahin alle lese. Das sieht cool aus. Mit echtem Feuer im Hintergrund.
Ja, auf jeden Fall werde ich dann gucken, dass ich alles gelesen habe und mich da über die Geschichte ein bisschen schlau mache, dass ich euch da auch was drüber erzählen kann. Dass ich nicht nur mit gefährlichem Halbwissen glänze oder am besten erst gar nicht weiß, was da los ist. Aber bei den ganzen Namen werde ich wahrscheinlich ein bisschen durcheinander kommen. Ich glaube, ich mache mir Notizen, wenn es soweit ist. Klasse. Also mir hat es richtig Spaß gemacht und ich kann auch verstehen, warum ihr meintet, es lohnt sich ein zweites Mal durchzuspielen. Das wird wahrscheinlich aber auch genauso ausgehen, nehme ich jetzt mal an, weil im Prinzip wird sich da nicht viel ändern, oder? Na gut. Wie weit geht das denn jetzt noch? Ich dachte, nach den Credits ist es vorbei. Diese Zeichnung. Ja, weiß nicht, vielleicht waren jetzt manche ein bisschen enttäuscht, dass ich am Ende nicht gekämpft habe, aber kauft's euch doch selbst und spielt's mal. Das macht auf jeden Fall Laune. Also auf Dunkel ist es vielleicht manchmal ein bisschen tricky gegen Bosse, die einen da mit einem Schlag umhauen, ihr habt's gesehen. Und das Farming, das hat mir jetzt ehrlich gesagt auch nicht so viel Spaß gemacht, aber ich wollte halt die ganzen Sets zeigen. Ich glaube, wenn man es auf einem anderen Schwierigkeitsgrad spielt, dann erspart man sich das und man hat auf jeden Fall einen viel flüssigeren Spielablauf. Na gut, jetzt geht das hier schon von vorne los, da mit den Bildern. Gut, Leute, ich würde sagen, genug geschwafelt. Ich verabschiede mich schon mal, ich lasse das noch durchlaufen. Also wenn noch was kommt, ihr könnt hier dranbleiben, ich weiß es nicht. Und ja, wenn euch nur die Witcher-Reihe bei mir interessiert, dann werden wir uns spätestens im Februar wiedersehen, hoffe ich. Ansonsten vielleicht auch unter anderen Videos oder im Livestream. Ich bin der Bruger, ich wünsche euch was, haut's rein und tschö tschö. Ha ha.